The Adventures of Dr. Franken. Fans des Angry Video Game Nerd werden dieses Spiel schon kennen, deswegen bin ich nur ganz kurz darin und ich werde, selbst wenn 1000 Requests kommen, ich werde davon kein Let's Play machen. Na komm, aber dann auf Deutsch, bitteschön. Beginne Spiel. Start Spieler 1. Also. Ich kann ja nur da. Ich spiele also diesen coolen Frankensteins Monster mit dem Namen Dr. Franken und muss einen fliegenden Frankensteins Monsterkopf besiegen und ich bin tot. Okay, das war's mit Dr. Franken. Adventures of Kid Cleats. Also es gibt viele Adventures. Ah ja. Oh, ein neues Fußballspiel. Nein, wir nennen es nicht Fußball, wir nennen es nicht Soccer, wir nennen es nicht Comic Soccer irgendwas. Sondern wir nennen es Adventures of Kid Cleats. Aber was ist das? A Fiendish Alien Steals the World Cup Trophy. Ist das vielleicht doch kein Fußballspiel? Nein, Freunde. Das ist ein ganz normaler Sidescroller. Nicht Pause. Und der Gag ist, dass ich meinen Fußball habe als Waffe, die einen Scheißdreck bringt. Was ist das für ein übler Skater? Schaut ihn euch an. Er bringt mich um, weil ich mit dem Fußball unterwegs bin. Naja, jetzt habe ich ihn tot gedingst. Und der Hund kommt. Zeig mal. So, Hund abgebolzt. Ja, ich kann rüberspringen, der Ball nicht. Hallo! Die Steuerung ist so random. Tja, und schon wieder tot. Und das heißt hier das Spiel 3 Strikeouts. Obwohl es nur 2 waren. Naja. Adventures of Rocky and Bullwinkle. Rocky and Bullwinkle ist eine in Deutschland eher unbekannte Zeichentrickserie, Cartoonserie aus Amerika natürlich. Mit diesen beiden sympathischen Charakteren. Ich weiß nicht, welcher von beiden Rocky und welcher von beiden Bullwinkle ist. Ich habe das nie so verfolgt. Und ich kenne es höchstens aus Anspielungen in anderen Serien wie Simpsons und so weiter. So, ich spiele also diesen Elch. Einen headbangenden Elch. Der springen kann. Und BAM! Hat der einen harten Schädel. Und klettern kann? Nein. Nein, ich bin tot. Verdammt. Okay, ich muss wohl weiter hochklettern. Ah, okay. Nein! Nein! Was? Ach, so ein Scheißspiel. The Adventures of... Hatte ich gerade?
Adventures of Tintin. Prisoners of irgendwas. Le Temple de Soleil. Oh mein Gott, das ist Französisch. Dann haben wir hier Aerofighters. Mac O River Presents. Also entweder O oder Mac, Freunde. Beides gibt's nicht, oder? Gibt's beides? Mac O'Reilly. Nein, das ist ja, das eine ist ja schottisch, das andere ist irisch, oder? Und natürlich ist es von Japanern gemacht. Das heißt, wir nennen es einfach mal, dass es irgendwie englisch klingt. Mac O. Irgendwas. Okay, Player Select. FSX. AJ32. Was für eine random Auswahl. Amerika, Japan, verständlich. England vielleicht noch, aber Schweden. Waren die Schweden die einzigen, die zur damaligen Zeit noch irgendwie Düsenjet hatten oder was? Ja, nehmen wir die F-18. Keaton. Ja, dieses Spiel ist also ein ganz normaler von oben nach unten Scroller. Kein Side-Scroller, ein Up-Scroller quasi. Yeah. Oh, ich liebe dieses Spiel, das ist so arkadig. Diese Spiele haben alle eins gemeinsam. Ich spiele sie unglaublich gerne und ich kann sie überhaupt nicht. Von links nach rechts geht ja noch, aber von oben nach unten, da hat man so viel, so wenig Platz nach... Seht ihr das? 100.000 Sachen kommen da auf einen zugeflogen. Man hat keine Chance auszuweichen. Hier, wenn ihr meine Parodius-Spiele kennt, dann wisst ihr ja, dass ich ein Fan von solchen Spielen bin. Aber wenn, dann bitte von links nach rechts. Hier, yeah, eine Fledermaus, die moonwalkt. Mit Sonnenbrille. Es ist einfach das... Ja, geil. Sogar der Leguan von Iguana hat eine Sonnenbrille. Wie episch. Aber es ist arschlaut. Freunde, ohne Mist. Zieh mal den Sound mal ein bisschen weiter runter. Immer noch lauter. Wir werden ja nicht lange in dem Spiel verweilen. Was? Er hat gar keine Sonnenbrille. Sah gerade so aus. Aber man spielt eine Fledermaus, die nebenberuflich ein Akrobat ist und dementsprechend springen kann und sonst nichts. Okay, ein Doppelsprung. Wenigstens was. Nein! Tja, es ist so, zudem eine Fledermaus, die nicht mal fliegen kann. Kann ich da irgendwie runter? Oh nein, wir haben beim Lauf wieder so ein scheiß Momentum. Aua. So, ich tipp's nur kurz an. Und der rennt da ewig lang weiter. Was? Was ist der Sinn, in einem Spiel Clowns einzubauen, die man nicht mal töten kann? Das ist das Erste, was ich denke, wenn ich einen Clown sehe. Wie kann ich ihn loswerden? Der schwebt einfach. Wieso kann der Clown fliegen, aber die Fledermaus nicht? Ich kann doch nicht mal dahinter springen, weil er mich umbringt einfach. Kann ich das nicht nach links und rechts bewegen? Nein.
Hallo. Ja, geil. Arschlochspiel. Da haben wir hier den zweiten Teil gleich. Auch mal kurz reingucken. Ach ja. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ach du Schande. So, im Prinzip müsste es eigentlich das gleiche Spiel sein, nur mit neuen Levels. Und ja, Arrow the Acrobat kann nach wie vor nichts. Boah, er kann sich hinknien. Und er kann auch nach wie vor den Gegner nichts anhaben. Mal kann ich die mit meinem Move wenigstens vernichten? Ja! Der einzige Move, den er drauf hat, der hilft ihm tatsächlich auch zu töten. Yeah! Es ist aber auch hier. Es ist eigentlich im Prinzip nur ein Jump'n'Run und da ich die ja bekanntermaßen so überhaupt nicht kann. Nein! Ich will mehr Futter. Oh. Naja, wenigstens haben wir jetzt auch eine Engelfledermaus gesehen. Was mich an ein ultra schnuffiges hier so Comicbild erinnert. Da sieht man so eine Maus und eine Fledermaus und die Maus fragt die Fledermaus: Bist du ein Engel? So ultra schnuffig, das. Also da bluten einem die Augen. Es ist so unglaublich süß. Can't handle the cuteness. It's burning my eyes out. Naja, egal. Akushibuzawa Production. From its executive series. Erebus. Ja. Nochmal ein Flugspiel. Jede Menge Trademarks, Copymarks. Ja, ist ja gut. Okay, das ist schon mal eine Pseudo-Point-of-View-Ansicht. New Game, danke, bitte. Szenario 1 oder 2? Nein, Szenario 2. Bis ins futuristische Jahr 2015. Hallo! Wieso geht der zurück? Start? Ah. Ich kann alle Spieler als Computer auswählen. Geil. Man! Select player man. Choose the city for head office. Sin. HKG. Tio. BJs. Dell. Thr. Paris. Wo liegt denn da Paris? Lala passt, aber Paris? Irgendwo. Im Osten. Kairo. Los. Was? Los Angeles? Nein. In Afrika? In BO. Hier müsste Los Angeles. Ja, LAX. Okay. Ja, passt. Select Level. Beginner.
Pro, Hard, Normal, Easy. Ja, machen wir mal Beginn. Ja, ist ja gut. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Bis jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Ja, ist ja gut. Ich glaube euch das, dass ihr negotiated. Kann sich einfach so. Ich habe Cash. Okay. Congratulations, you're the new CEO. Das ist ein Wirtschaftsspiel. Danke. Sagt es doch gleich. Oh. Aerobiz. Aerobusiness. Und es hat sogar einen zweiten Teil, Add-on. Aerobiz Supersonic. Aha. Egal.